Hallo meine Lieben, wenn ihr das letzte Video von mir geschaut habt, dann wisst ihr, dass ich euch momentan Videos zu Sets, die ich persönlich für gut befinde, zeige. Und in diesem Video habe ich einige Sets für euch, unter anderem auch ein super schönes Set, um diese Nail Art zu zaubern. Wenn ihr wissen wollt, was für Sets ich empfehlen kann, dann bleibt gerne dran und vergesst auch das kostenlose Abo nicht. Los geht's einmal mit diesem Glitzer-Mix-Set. Wir haben hier ein klares Grundgel mit verschiedenartigen Pailletten. Einmal in so einem Gelb-Orange-Ton, rötlich, blau, lila und natürlich auch noch etwas so in so einem richtigen Blau mit Türkisgrün. Und ich finde diese Gele richtig spannend, weil man damit eben ganz tolle Effekte erzielen kann und das Gel auch nicht so flüssig ist. Man könnte damit auch durchaus einen Aufbau arbeiten, genauso wie mit diesem Set hier. Das ist vom Prinzip her genau das gleiche. Wir haben ein transparentes Grundgel, wo wir dann eben Pailletten eingearbeitet haben. Hier haben wir allerdings eher neonartige Farben eingearbeitet. Warum genau das jetzt Cream Puff Gel heißt, weiß ich nicht genau. Die Konsistenz ist genauso schön cremig, etwas dickviskoser wie das von dem vorherigen Set. Und auch hier könntet ihr durchaus einen Aufbau arbeiten. Mit diesem wunderbaren Set mit 6 Farben, Schablonen und einmal diesem Spotty könnt ihr auch wunderschöne Designs zaubern. Mit diesen Produkten werde ich euch auch noch zeigen, wie ihr eine Verlängerung arbeiten könnt. Denn dieses Produkt ist nicht einfach nur ein Gellack mit Effekt. Nein, den kann man nämlich auch für die Verlängerung verwenden und das finde ich besonders spannend. Spannend ist natürlich auch, dass ihr verschiedene Effekte erzielen könnt auf verschiedenen Untergründen. Alternativ kann ich euch auch das eingeblendete Gel-Set empfehlen mit Cat-Eye-Effekt. Wunderschöne Gele, dazu wird es auch noch ein Video geben. Kommen wir aber zunächst einmal zu diesem Creme-Gel-Set, welches ich jetzt für die Schmetterlings-Nailart verwenden möchte. Es handelt sich, wie der Name schon sagt, um ein sehr cremiges, standfestes Gelprodukt ohne Selbstglättung, was allerdings auch wirklich sehr gut ist, um zum Beispiel eine Smile-Line vorzuarbeiten, ohne dass man irgendwas in den Rändern sitzen hat. Außerdem ist es auch für sehr platte, flache Nägel gut zum Modellieren geeignet. Allerdings muss man dabei ein paar Dinge beachten, wenn man mit dem Produkt eben vernünftig umgehen möchte. Ihr braucht unbedingt einen Pinsel, der etwas fester gebunden ist, wie dieser Pinsel hier zum Beispiel. Dazu gibt es auch ein Timo Mega Schnäppchen. Solltet ihr schon Kunde sein, nicht traurig sein, fragt einfach mal Freunde und Familie. Dann könnt ihr nämlich auch meinen 30% Rabattcode nutzen. Zurück zum Produkt. Mit einem Gel, der etwas mehr Spannung hat, könnt ihr dieses stabile Gel nämlich viel besser modellieren. Wichtig ist, dass ihr bei dem Produkt nicht zu hastig arbeitet. Also schnelle Bewegungen sind hier eher fehl am Platze und kontraproduktiv. Arbeitet in langen Zügen langsam, dann könnt ihr euch das Produkt auch relativ glatt modellieren. Nachfeilen ist hier natürlich trotzdem notwendig. Ich befeile jetzt hier meine Smile-Line, die allerdings auch wirklich gut sitzt, da dieses Produkt eben nicht in den Rand läuft. Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Dieses Neon Cat Eye Set, von dem es auch noch weitere Farbkombinationen gibt, finde ich persönlich allerdings am schönsten, weil die Farben schön kräftig sind. Wir haben Rosatöne, Lilatöne und einen Blauton enthalten. Und damit zaubere ich jetzt gleich die Schmetterlingsflügel von meinem Schmetterlingsmotiv. Das ist wirklich eine super einfache Sache. Ein Punkt habe ich allerdings vergessen in dem Video. Ich habe vergessen, den Magnet zu benutzen und habe hier jetzt keinen Cat-Eye-Effekt erzielt. Aber die Produkte haben einen sehr schönen Cat-Eye-Effekt, habt ihr ja schon gesehen. Jetzt kommen wir daran, die Farben aufzutragen. Ich habe sie einfach willkürlich bunt hin und her querbeet aufgetragen, habe dabei darauf geachtet, dass ich an der Smile-Line natürlich sauber und ordentlich arbeite, aber ansonsten könnt ihr die einfach ineinander verschwimmen lassen. Wie immer ist das natürlich reine Geschmackssache, ihr könnt auch nur eine Farbe oder zwei Farben verwenden. Nach dem Aushärten brauchen wir jetzt noch einen Aufbau und dafür habe ich hier einmal das klare Gel aus diesem Set verwendet. Wir haben hier ein 6-in-1 Gelprodukt bzw. 6 Farben, davon ein klares, Nude-Töne und
Weißtöne sind auch in dem Set enthalten, genauso wie ein Pinsel und Schablonen, denn dieses Produkt ist für vielerlei Techniken einsetzbar, unter anderem für Verlängerung, für den Aufbau, als Base-Produkt. Also hier haben wir auch wieder mehrere Möglichkeiten, das Produkt anzuwenden. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Sets euch am meisten interessieren. Dann kann ich euch dazu auch gerne nochmal ein gesondertes Video zum Produkt abfilmen. Wie ihr sehen könnt, ist das von der Konsistenz her auch eher stabiler, hat allerdings eine Selbstglättung. Aber auch hier empfehle ich, einen etwas fester gebundenen Pinsel zu verwenden und eben langsam damit zu arbeiten, denn dann könnt ihr das Produkt auch wirklich schön glatt auftragen. Auch hier finde ich, dass es gut für Anfänger ist, falls ihr Probleme haben solltet, dass euch Gele immer wieder in den Rand laufen oder wenn ihr zum Beispiel sehr platte Naturnägel habt, da eignet sich dann ein standfesteres Gel auch wiederum viel besser als andere zum Beispiel. Wie ihr jetzt schon gesehen habt, bin ich dabei, dem Schmetterling seine Form zu geben. Zuerst habe ich die Smileline mit zwei schwarzen Streifen versehen. Dann mittig des Nagels habe ich den Körper gemalt und mache mich nun an die Flügelchen und die Details in den Flügeln. Auch hier sind der Fantasie wie immer keine Grenzen gesetzt. Wenn euch die Flügel, die ich jetzt hier zum Beispiel gestalte, zu detailreich sind, dann müsst ihr das natürlich nicht genauso machen. Allerdings würde ich euch ein paar Empfehlungen mit auf den Nailart-Weg geben. Und zwar, die Mandelform eignet sich dafür, finde ich persönlich am besten. Und ihr solltet die Flügel eben in zwei Hälften unterteilen, damit man ein bisschen erkennen kann, dass es sich eben um Schmetterlingsflügel handelt. Ansonsten könnt ihr natürlich schalten und walten, wie ihr möchtet. Ich gebe dem Schmetterling jetzt hier zum Beispiel mit weißer Gelmalfarbe noch ein paar Punktedetails in die Flügel und habe natürlich auch Fühlerchen gemalt. Versiegelt habe ich das Ganze mit dem Topcoat aus diesem Neon Cat Eye Gel Lack Set. Ich habe euch aber hier auch noch ein alternatives Set eingeblendet. Und zwar haben wir hier Base und Topcoat, einen glänzenden, einen matten Topcoat enthalten und ein Rubber Base Gel. Auch dieses Set kann ich euch definitiv empfehlen. Und so schaut einmal die fertige Nail Art aus. Ich persönlich finde es sehr, sehr schön. Hätte ich jetzt hier auch den Magneten noch angewendet, hätten wir auch noch diesen Cat Eye Effekt zusätzlich und die Flügel würden noch ein bisschen mehr schimmern. Meine Lieben, wir sind am Ende des Videos angelangt. Schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, ob euch die Videoreihe mit diesen Gelsets gefällt, ob ich euch noch weitere Gelsets präsentieren soll, die ich für gut befinde. Ja, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr mir ein kostenloses Abo dalasst. Aktiviert auch sehr gerne das Glöckchen, dann verpasst ihr keines meiner weiteren Videos. Bis bald, ihr Lieben. Ciao!